Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's PlayStation Plus im Monat Dezember. Das Ganze hat sich ja diesen Monat alles ein bisschen verspätet, aber ist egal. Wir machen trotzdem weiter mit einem weiteren PlayStation 4 Titel. Der dort wäre Secret Ponchos. Wer das Spiel nicht kennt, wem das nicht sagt, kurz zur Erklärung, ist ein Two-Stick-Shooter im Arena-Mix. Werdet ihr gleich sehen. Ist aber allerdings sehr cool, hat so ein bisschen Wild-West-Style. Im Comic-Look ist auf jeden Fall geil. Also, ich gehe mal ein paar Sachen durch. Hier, wenn ihr unter dem Menüpunkt Bandit, ne, könntet ihr zum Beispiel oder könnt ihr euren aktuellen Status, ihren euren Stand einsehen. Ihr könnt zum Beispiel in den Statistiken genau gucken, wie eure Killquote ist und so weiter, wie viele Matches ihr gemacht habt, gewonnen habt, was auch immer. So das Typische, was man so bei Online PvP-Spielen eigentlich an Statistiken hat. Unter Anpassen könnt ihr eure Fähigkeiten ändern. Ihr könnt hier zum Beispiel Punkte wegnehmen und woanders hinsetzen. Ja, ich nehme mal hier weg und gehe auf Feuerrate und mit X bestätigt ihr das Ganze dann. So, dann könnt ihr natürlich auch noch eure Skins ändern, sofern ihr denn Skins habt. Die kann man nachkaufen. Ich weiß nicht, ob man im weiteren Verlauf des Spiels auch welche freischaltet. Ist aber auch egal, soll jetzt hier nicht das Problem sein. So, wir nehmen das Ganze einfach mal an. Okay. Und ihr könntet theoretisch mit R1 einen neuen Banditen erstellen. Ich öffne das mal, zeige mal, welche Varianten von Charakteren wir haben. Wir haben den Killer. Dann haben wir den Matador. Kid Red ist halt der Bandit, den ich halt mir ausgesucht habe. The Deserter, also der Deserteur, ist so ein bisschen der Hau drauf, würde ich mal vermuten. Phantom-Poncho sagt mir jetzt nicht so viel. Also ich kenne die Klassen hier jetzt leider auch nicht weiter. Wir gehen mal zurück, das waren jetzt nämlich auch alle. Und bevor wir hier dumm weiterquatschen, gehen wir einfach mal ins Spiel. Die Matches gehen eigentlich relativ schnell. Und wir können hier nochmal eben gucken, die Spielmodi, die es gibt. Rookie ist halt typisch der Anfängermodus. Wertungsspiel ist halt, wie der Name sagt, ein gewertetes Spiel. Privat eben für Freunde und so weiter. Lokales Spiel, da kann man dann auswählen, ob man Deathmatch 1 gegen 1 macht. Da bräuchte man dann natürlich jemanden hier sitzen. Es gibt den Übungsmodus, da kann man sich das Spiel ein kleines bisschen angucken. Aber wir bleiben mal beim Rookie. Habe ich mich jetzt hier. Oh! Da habe ich doch dann jetzt mich vertan. Vorherrschaft. Wir machen mal frei für alle. Genau, jetzt sind wir im typischen Online-Modus. Und jetzt suchen wir mal nach passenden Gegnern, die er uns dann zufällig aus dem Netzwerk zusammenwürfelt. Und ich hoffe mal, ich habe das Mikro an, nicht, dass ich hier die ganze Zeit mit ausgeschaltetem Mikro quatsche. Nein, Mikro ist an, wunderbar. So, da haben wir dann auch schon Gegner gefunden. So, was wir jetzt noch machen können, ist die Karte auswählen. Sofern ich denn jetzt. Okay. Gut, was wählen wir denn mal für eine Karte? Wir wählen mal einfach mal Boneyard. So, das Match beginnt. Draw. Und los geht's. Was natürlich ein bisschen doof bei dem Spiel ist, ist mir schon bei der ersten Testrunde so ein bisschen negativ aufgestoßen. Man muss hier wirklich komplett manuell nachladen. Also die Waffen werden nicht automatisch nachgeladen und es wird jeder Schuss einzeln nachgeladen. Zumindest bei dieser Klasse ist die einzige Klasse, die ich gespielt habe. Und auch die einzige Klasse, die ich so ein kleines bisschen, na, ich will nicht sagen, beherrsche. Ich kann jetzt meine Rolle nicht machen. Das ist natürlich doof. Na, man hat hier auch so eine Ausweichrolle. Aber ihr seht unten diese gelbe Anzeige unter meiner Lebensenergie. Ich
glaube, wenn die aufgebraucht ist, kann ich keine Rollen mehr machen. Genau. So, wir wechseln mal eben die Waffe, was wir auf Y machen. Auf Dreieck machen. Da wechseln wir die Waffe. Wir haben als Zweitwaffe zum Beispiel das Dynamit. Okay, der eine da scheint nicht richtig im Spiel zu sein. Sprich, da scheint die Verbindung nicht hinzuhauen. Unsere Waffe hat natürlich auch nur eine bestimmte Reichweite. Ne? Wenn wir da drüber weg sind, ihr seht diesen komischen Strich da vorne. Der gibt an, wie weit wir schießen können mit der Waffe, die wir haben. Aber es ist natürlich jetzt schade, dass die Serververbindung gerade hier ein bisschen am Abkacken ist. Boom! Ich weiß nicht, wie gut ich jetzt getroffen habe. Oder ob ich überhaupt getroffen habe. So, ganz oben in der Mitte könnt ihr sehen, wie viel Zeit uns im Match noch übrig bleibt. So, der Name, den ihr unten lest, El Tiburon, ist der Name, den ich für den Charakter ausgewählt habe. Also man kann hier auch den Charakter mit einem eigenen Namen versehen. Muss hier nicht mit seinem Gamertag vorlieb nehmen. Der ein oder andere vergibt dem Charakter ja dann mitunter schon mal einen eigenen Namen. Und da bietet sich das natürlich an, dass man da einen komplett eigenen Namen vergeben kann. Also wie gesagt, das ist ein echt richtig cooles Spiel. Auch wenn es im ersten Moment vielleicht hier ein bisschen chaotisch wird. Wenn man hier sich ein bisschen einfuchst, also ich habe jetzt schon so ein, zwei Runden mal gespielt. Das geht relativ schnell hier in dieses Spiel reinzukommen. Die Feinheiten dauern natürlich, das Zielen und so weiter. Ja, das sind halt alles so Feinheiten, mit denen man sich so ein bisschen anfreunden muss. So, sieht ganz so aus. Wer hat denn gewonnen? Du bist auf Platz 3. Na, ist doch wunderbar. Gut, ich glaube, zwei Mitspieler, bei denen hat das Ganze nicht so richtig funktioniert. Leider. Killbonus 75, Siegbonus 0, Kopfgeld gesamt gesammelt. Das Kopfgeld auf dich beträgt $655. Ja, das war jetzt mal Runde 1. Wir machen natürlich noch eine zweite Runde, um mal halt auch ein bisschen was vom Spiel gezeigt zu haben. So, wir suchen nach neuen Gegnern. Und im Prinzip ist das, was ihr gerade gesehen habt, so der Hauptbestandteil des Spiels. Ne, ihr macht nichts anderes, als eben in diesem eingegrenzten Areal gegen andere Spieler zu kämpfen. Wenn hier 8 Mann auch wirklich auf der Map sind, dann ist es natürlich abhängig davon, was es für eine Karte ist. Mitunter schon mal ein bisschen chaotisch. So, hier haben wir jetzt gerade mal 3 und wir warten noch auf ein paar. Ich würde mal vorschlagen, wir nehmen eine etwas größere Karte. Ja, nun komm. So, wir haben 7 Spieler, einen brauchen wir noch. Bei 2 sieht die Verbindung jetzt nicht so toll aus. Aber vielleicht funktioniert das ja. Wir können ja mal in die Banditenstatistik gucken. Okay, das ist nochmal die Statistik, die ich schon gezeigt habe. So, wir sind 8 Mann. Karte ist der Saloon Showdown in 3, 2, 1. Bam. Es wird gestartet. So, ich bin der einzige Bandit auf der Karte. Ansonsten haben wir eben nur diesen komischen Skeletttypen da und den mit seinem Anzug. Mit seinem ollen Trenchcoat. 3, 2, 1,
Go. So, wir wechseln mal den Waffenmodus. Das kann man nämlich auch mit, mit R2. Wechselt man den Waffenmodus. Da schießt man quasi dann direkt. Aber ich schieße mal lieber so mit Einzelschuss. Das ist ein bisschen... So, bei denen scheint es jetzt auch wieder nicht richtig zu laufen. Das ist ein bisschen doof momentan. Ich denke mal, die Server sind halt auch nicht ganz so auf Großbelastung ausgelegt, würde ich mal vermuten. Ist ja auch eigentlich eher so ein kleines Spiel. Jetzt habe ich dann doch ein bisschen was abgekriegt. Ich muss mal hier hinten hin. Ah, das ist natürlich blöde. Die beiden stehen jetzt nämlich genau da, wo normalerweise die Kiste spawnt, an der ich mich heilen kann. Das heißt, jedes Mal, wenn die Kiste spawnt, werden die, ja, vielleicht nicht geheilt, aber die sammeln sich die Kiste weg. Dadurch, dass die nicht richtig mitspielen können. Fuck, jetzt habe ich natürlich die Waffe nicht geladen. Das Gute ist, die Waffe wird auch weitergeladen, während man zum Beispiel diese Rolle macht. Oh, warum hat er denn jetzt nicht richtig geladen? So, eine Mistzwacke. Oh, das ist eine Sache, die mich echt ein bisschen stört bei dem Spiel, dass man nicht manuell, dass man nicht automatisch nachlädt, sondern dass man wirklich komplett oh, bei ihm ist die Verbindung scheinbar auch flöten gegangen. Ist natürlich jetzt hier ein bisschen schade. Aber, ja, mein Gott, was soll's. Das soll eine kurze Vorstellung des Spiels sein. Da wird's auch mal gehen, wenn man einfach nur sieht, worum es überhaupt geht. Ah, so wie es aussieht, läuft die Runde für mich doch ganz gut. Okay. Wir können hier abbrechen. Das gleiche Problem hatte ich nämlich in der allerersten Aufnahme schon. Es geht jetzt nicht weiter. Der Bildschirm bleibt schwarz. Schade eigentlich. Denn wenn ich jetzt aus dem Match rausgehe, dann wird mir das als Spiel vorzeitig verlassen gewertet, was natürlich extrem doof ist. Und, nee, doch nicht. Es geht doch, ich bin auf jeden Fall Sieger gewesen. Wie viele Kills hatte ich denn? 9 Kills, 3 Tode? Naja, beim letzten Mal hat es die nämlich nicht weitergemacht. So, jetzt haben wir einen ordentlichen Bonus gekriegt. Ordentliches Kopfgeld. Ansehen gestiegen. Fuck. Ist quasi das Level 2.
Ja, ich denke mal, das dürfte auch reichen. Ne? Also ich denke mal, es reicht, wenn man hier zwei Runden spielt, um es einfach mal gezeigt zu haben. Und wie gesagt, das macht wirklich richtig Laune. Wenn das Spiel technisch jetzt vielleicht durch ein Patch vielleicht noch ein kleines bisschen korrigiert wird, weil das leider noch ein bisschen schade ist, dass das technisch ein bisschen schwankt, wäre das natürlich mega geil, weil das ist so ein Ding, da kann ich mir echt vorstellen, mit so ein paar Kumpels in der Party richtig, richtig viel Spaß zu haben. Ich kann es auf jeden Fall jedem nur empfehlen, der auf so einen Arena-Kram steht und vielleicht auch auf Two-Stick-Shooter. Das ist hier ein perfekter Mix von beidem. Kann ich wirklich nur absolut empfehlen und jedem auch mal ans Herz legen. Auch wenn man einfach nur ab und zu mal so ein bisschen Gaudi für zwischendurch hat, haben will, wenn man so ein bisschen Wild-West-Charme mag. Super. So, das soll es dann jetzt aber auch gewesen sein. Genug Lobeshymnen für dieses Spiel. Ich denke mal, es ist klar geworden, wie geil ich es finde. Ich danke jetzt hier auf jeden Fall fürs Reinschauen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge Let's PlayStation Plus im Dezember wieder. Da geht es mit dem nächsten Spiel weiter. Bis dahin sage ich auf jeden Fall vielen Dank und ich verabscheue mich.